Zimmer, halt den Mondstein fest und spür die Kraft, du kannst es tun. Oh Sailor Moon, kämpfe für den Sieg über Dunkelheit, folge deinem Traum von Gerechtigkeit, du kannst es tun. Oh Sailor Moon. Hi liebe Cats und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich war am Samstag auf der Animoog und wollte euch gerne erzählen, was ich dort so alles erlebt habe und auch die Sachen zeigen, die ich dort gekauft habe. Ich sag's auch gleich schon mal, ich werde die Sachen dann nicht mehr im Anime- und Manga-Sammlungsupdate zeigen, damit das da nicht komplett eskaliert. Ja, ich habe außerdem, wie auch die letzten Jahre, nicht wirklich Videos aufgenommen auf der Animoog, einfach da ich lieber die Convention genießen wollte. Ja, ich werde aber am Ende vielleicht noch ein, zwei Clips und Bilder einblenden. Aber gut, erstmal zu meinem Bericht. Zunächst mal, ich war dieses Jahr zum ersten Mal Helferin auf der Animoog und zwar bei einem Workshop, nämlich bei dem Häkel-Workshop, also Amigurumi macht die da, von Meso. Meso betreibt den Mondsteinflug-Podcast, also auch einen deutschen Sailor Moon-Podcast, könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ja, die kenne ich, mit der habe ich auch schon ein paar Mal Videos gemacht. Und ja, sie hat mich dann gefragt, hey, ich brauche da noch eine Assistentin beim Workshop, möchtest du da nicht mitmachen? Der Vorteil ist natürlich als Helferin, dass man gratis auf die Messe kommt. Und es war auch ansonsten ganz cool, weil ich auch dann schon ein bisschen früher rein durfte damit. Und ja, so haben wir das dann gemacht. Das erste, was ich dann gemacht habe, war den lieben Hawkeye von Yume zu treffen. Falls ihr es nicht wisst, Yume war eine Showgruppe, die haben deutsche Sailor Moon Musicals auf Conventions aufgeführt. Und ja, das war ganz witzig. Ich hatte eigentlich vor einigen Jahren schon DVDs von denen gekauft, beziehungsweise verkaufen dürfen sie die DVDs nicht. Aber ich habe halt die Materialkosten bezahlt und dann welche bekommen. Und ich hatte gefragt, ob ich da vielleicht noch weitere kriegen kann. Und dann hat mich Hawkeye angeschrieben und meinte, ja, das kann man schon machen. Und dann sind wir zufällig drauf gekommen, dass er auch auf der Animoog ist. Und ich war so, ja cool, da kannst du die Sachen ja auch einfach mitbringen. Und das hat er gemacht. Ich habe mir die restlichen 4 DVDs gekauft, die ich noch nicht hatte, die es bisher gibt. Nämlich das Musical Sailor Stars. Das war ihr allererstes, 2002 war das, glaube ich. Genau, 2002. Dann danach kam Black Lady, dann Mugen Gakuen, nee, es heißt Mugen no Labyrinth. Das ist auch auf deren YouTube-Channel, also einige von den Musicals sind auch auf dem YouTube-Channel. Da gab es auch letztens eine große Upload-Welle, wo dann auch noch Sailor Stars und Black Lady hochgeladen wurden und ganz, ganz viele andere Videos. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen bei Human Musical. Genau, und Aeon Densetsu Visions gab es auch noch von 2007. Ja, und ansonsten hatte ich ja bereits schon Silver Millennium und Yume no Naka. Ja, und es ist sehr cool, denn ich liebe halt generell die Musicals und auch die Yume Musicals sind so gut gemacht. Und es ist schon cool, so ein Stück Fangeschichte dann einfach auf DVD zu haben. Da sind dann auch zum Beispiel Untertitel drauf, was ganz gut ist, weil die Tonqualität halt nicht immer super krass ist, aber das ist ja klar bei solchen Fanprojekten. Und da sind dann auch noch die Extras auf den DVDs mit drauf, also die sind schon echt schön gestaltet und ich freue mich sehr, dass ich sie habe. Außerdem hat ihr mir noch Folgendes mitgebracht, nämlich dieses wunderschöne Programmheft von dem Yume Musical Chaos no Tanpure. Auch das gibt's auf deren YouTube-Channel, das war das letzte, was sie gemacht haben und das ist großartig. Ich habe das schon so oft geguckt, ich liebe es total. Ja, und dazu hat er mir dann auch noch Flyer mitgebracht. Hier auch nochmal dieses schöne Bild mit Sailor Moon und Chaos, das ist übrigens Daisy, ehemalige Sailor Moon German Sängerin. Dann hier auch noch diesen Flyer von den Inner Senshi und die Outer Senshi. Hat mich mega gefreut. Er hatte halt noch viele von diesen Programmheften Flyern und hat gemeint, yo, bevor sie bei mir jetzt im Keller rumliegen, nimm halt welche von denen. Das Programm ist auch voll schön. Da wird die Story beschrieben. Es gibt Ups-Bilder. Es wird erklärt, was Yume eigentlich ist. Es werden die Mitglieder vorgestellt. Ist schon ein sehr schönes Programmheft. Habe ich mir auch schon ausführlich angeguckt. Und ja, Ich bin echt happy drüber. Mit Musical-Sachen kann man mich immer glücklich machen und vor allem natürlich mit Sailor Moon-Musical-Sachen. Oh yeah.
Aber gut, weiter im Text. Wen ich dann auch noch getroffen habe, war Sailor Sue vom Sailor Moon German Team. Ja, die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal getroffen und es freut mich immer wieder, denn es ist einfach so toll, mit ihr über Sailor Moon Zeug zu quatschen. Ah, sie ist so sympathisch und es war einfach wieder mal mega schön, sie zu treffen. Ja, dann war ich in den Händlerräumen. Da habe ich mir beim ersten Mal noch nichts gekauft, aber später dann. Deshalb, ich zeige euch einfach gleich, was ich dort dann gekauft habe. Nämlich einmal die Serie Black Cat. Das ist ein etwas älterer Anime. Ich weiß gar nicht genau, von wann der ist. Steht das hier zufällig? 2005, glaube ich. Die Serie habe ich bei einem Kumpel mal angefangen, der eine DVD davon hatte. Und ich wollte das schon länger mal weiter gucken, was eigentlich ganz cool war. Und ich dachte mir dann, okay, es gibt hier die gesamte Serie für 30 Euro. Das sind 24 Folgen und das ist eigentlich dann ein ganz guter Preis. Und ja, dann habe ich das einfach mal spontan mitgenommen und hoffe, es wird auch weiterhin ganz cool. Ich mache auch mal ganz kurz auf, dass ihr das genauer sehen könnt. Es ist hier wahrscheinlich leider gespiegelt durch die Kamera. Aber naja, ich hoffe, ihr könnt es trotzdem einigermaßen sehen. Ja, es sind viele DVDs. Ah, ihr könnt die Artworks gar nicht richtig erkennen, aber vielleicht geht es so ein bisschen. Da drin haben wir dann auch noch ein Booklet mit Charakteren und Stuff, man kennt es. Und außerdem ein hübsches kleines Poster. Oh yeah. Da hinten steht auch noch was von Interviews, also kann auch gut sein, dass auf den Discs dann auch noch Extras drauf sind. Also für den Preis kann man sich da wirklich nicht beschweren. Außerdem habe ich mir dann noch ein paar Manga gekauft, denn ich dachte mir, hey, da sind sie schon mal. Und es waren halt Serien, die ich ohnehin weiterkaufen wollte. Da haben wir einmal The Promised Neverland, Band Nummer 13. Ja, ich liebe diese Manga-Reihe total. Ebenso wie Noragami, Band Nummer 9. Damit habe ich jetzt auch endlich eine Lücke geschlossen, denn ich hatte Nummer 1 bis 8 und dann irgendwie 10 bis 13 oder sowas und jetzt kann ich endlich mal weiterlesen. Dann außerdem die Schokohexe Nummer 18. Wer ist der Band? Romantic Flambé. Yeah. Und There is no Future in This Love. Dann habe ich diesen Manga damit auch abgeschlossen. Wir hatten nämlich nur zwei Bände. Das ist hier Band 2. Ja, davon habe ich euch Band 1 auch schon mal vorgestellt, ebenso natürlich die anderen Manga. Da habt ihr die vorherigen Bände auch schon in den Sammlungsupdates gesehen. Ja, sind alles coole Reihen und ich bin schon froh, wenn ich sie dann weiterlesen kann. Danach bin ich dann zum Bring and Buy gegangen. Das ist so eine Art Flohmarkt, also man kann dort seine gebrauchten Sachen hinbringen und andere Leute können sie dort kaufen. Und das ist war dieses Mal ein bisschen anders als sonst, denn es war an einem anderen Ort, damit sie mehr Platz haben. Und die haben da aber immer nur ein paar Leute reingelassen, wahrscheinlich damit sie da auch ein bisschen besseren Überblick haben über die Käufer. Nur hat das dazu geführt, dass sich eine ziemlich lange Schlange gebildet hat. Und ich war zufällig ganz zum Anfang da, denn ich wusste nicht, dass die erst um 11 aufmachen. Und ich wollte auch schon fast wieder gehen, als ich die Schlange gesehen habe, aber mir wurde dann gesagt, dass es eigentlich nur noch schlimmer wird und dann bin ich doch da geblieben. Ich wollte nämlich eigentlich einen Show-Act sehen namens Eve Liana oder wie man das auch immer ausspricht. Das ist eine Coversängerin, von der kenne ich ein bisschen was. Aber was ich nicht wusste, war, dass die sowieso krankheitsbedingt ausgefallen wäre. Von daher war es die goldrichtige Entscheidung, doch beim Bring and Buy in der Schlange zu bleiben. Denn am Anfang war die noch relativ human. Ich musste zwar dann, bis es 11 war, eine halbe Stunde warten oder sowas. Aber später ging diese Schlange halt den ganzen Gang entlang, zwei Stockwerke die Treppe runter und draußen noch weiter. Und ich habe dann von Leuten gehört, die da wirklich zwei Stunden angestanden sind. Also es war absolut richtig, da dann gleich am Anfang zu warten und da reinzugehen. Und es hat sich auch echt gelohnt, denn da waren so geile Sachen drin. Da waren auch eine Serenity und ein Endymion Cosplayer. Die beiden waren sehr cool, mit denen habe ich mich auch ein bisschen unterhalten. Und ja, wir haben uns dann so ein bisschen über das Sailor Moon Merch beraten, denn gefühlt hat da jemand seine ganze Sailor Moon Sammlung aufgelöst beim Bring and Buy. Da waren echt einige coole Sachen. Da habe ich natürlich auch einige mitgebracht. Zum Beispiel diese beiden japanischen Sailor Moon CDs, nämlich einmal Symphonic Poem und Brass Fantasy. Die habe ich schon angehört und der Titel mit Poem ist ein bisschen irreführend. Es sind eigentlich epische, klassische Instrumentalstücke, also
Klassikversionen von Sailor Moon Musik, aber ich glaube auch ein bisschen was Neues. War auf jeden Fall ziemlich nice. Gut, und das hier habe ich jetzt noch nicht gehört, Brass Fantasy. Aber das sind halt auch Instrumentalcover von, ja, bekannten Sailor Moon Liedern. Ja, also die hatten beide nur 5 Euro gekostet, was echt gut ist für original japanische Sailor Moon CDs. Da musste ich die dann gleich mal mitnehmen. Was ich auch gekauft habe, sind diese Verwandlungsstäbe, nämlich genau genommen diese 3 hier von Mars, Jupiter und Venus. Ja, die gab es auch für einen ganz guten Preis beim Bring and Buy und ich dachte mir, ich habe schon den von Mercury und komm, dann mache ich die Inners vollständig und dann hole ich mir die 3 hier auch noch. Und ich finde, die machen sich eigentlich ganz gut hier hinter den Funko Pops, hinter ihrer Senshi, das passt doch ganz gut. Und was ich dort auch noch gekauft habe, sind diese kleinen Figürchen hier, ich zeige euch die mal hier ganz kurz. Ja, die habe ich im Set für nur 8 Euro insgesamt gekauft, also 2 Euro pro Figur, das ist doch wirklich gut. Bei dieser hier bin ich nicht ganz sicher, was das ist, die anderen sind auf jeden Fall Twinkle Dollies. Aber hier haben wir eine kleine Usagi mit Luna, dann haben wir hier die Twinkle Dolly Sailor Mercury auf ihrem Mini-Verwandlungsstab, das ist doch auch mal mega cute. Upsala. Ja, Jupiter war gerade empört, dass von ihr keine Twinkle Dolly dabei ist. Ja, die war halt nicht im Set. Wir haben hier dann hier noch Mars und Venus ebenfalls auf ihren Verwandlungsstäben als kleine Twinkle Dollies. Die sind super süß, aber auch super klein. Von denen habe ich ja schon einige. Aber die Inners hatte ich noch nicht, deshalb dachte ich mir, warum nicht? Ich bin noch nicht ganz sicher, wo ich die hin tue, aber ich habe sowieso mal vor, mir eine Pinnwand zu kaufen für meine Pins. Und da könnte ich die ja dann auch mit so Reißnägeln einfach dranhängen. Naja, aber weiß ich noch nicht, gucken wir mal. Und was ich dort auch noch gekauft habe, war der Manga Scissor Sisters. Das ist eine zweibändige Reihe, also die ist damit dann auch abgeschlossen. 3 Euro pro Band, das geht total. Und ich hatte da auch schon mal den ersten Band bei diesem Kumpel, also Adrian ist das, gelesen. Und ich fand das ganz witzig, das ist nämlich so eine Magical Girl Parodie über magische Friseurinnen, die sich in Superheldinnen verwandeln und gegen böse Haarausfall-Aliens kämpfen. Also es ist ja abgedreht, es hat da natürlich auch Sailor Moon-Referenzen. Und zumindest in meiner Erinnerung war es ganz witzig und deshalb wollte ich die Serie eh schon länger mal, ja, lesen. Aber ich muss sagen, ich hoffe, dass sie das dann nächstes Jahr mit dem Bring and Buy wieder ändern oder irgendeine andere Lösung finden. Denn wenn man da 2 Stunden anstehen muss, ich weiß nicht, ob sich das dann noch für mich lohnt. Also das nimmt schon so ein bisschen den Spaß raus und das wäre schon echt schade, weil es eigentlich immer ein extrem cooler Teil der Animuk war. Und ich meine, die letzten Jahre, da musste man eigentlich gefühlt gar nicht anstehen, da hat das ja auch ganz gut geklappt. Also ich verstehe ja schon, dass sie diesen anderen Raum wollten und dass sie vielleicht einen besseren Überblick über die Käufe haben wollten, weil es natürlich auch sein kann, dass da mal was gestohlen wird. Aber das muss doch irgendwie einen anderen Weg geben, oder? Aber jedenfalls hatte ich dann dieses Jahr noch extrem Glück damit und es hat sich ja auch sehr gelohnt. Danach traf ich dann den lieben Kudor von Kibo FM. Das ist ein Anime-Radiosender, den ich sehr cool finde. Kann ich nur empfehlen, hört mal rein, hat eine sehr liebe Community. Ja, und Kudor ist dort Moderator, den habe ich auch letztes Jahr dann schon kurz getroffen. Und ich habe dann erfahren, dass auf der kompletten Con und auch im Umkreis ein Stromausfall ist. Also ja, da musste die Animuk dann echt improvisieren. Es liefen Sachen auf Notstrom, also Programmpunkte. Ich habe auch gehört, eine Theatergruppe hat dann einfach ohne Strom aufgeführt, quasi so Shakespeare-Style, alles spontan gemacht. Ja, das war dann natürlich schon sehr schwierig und echt Respekt an die Animuk, wie sie das gehandelt haben, dass sie das dann doch noch hingekriegt haben, dass die Programmpunkte weiterhin stattfinden konnten. Natürlich sowas wie Games Room oder Karaoke war dann jetzt eher schwierig, das fand dann nicht statt. Naja, aber die Leute blieben auch alle recht gechillt, waren auch sehr verständnisvoll, also das hat dem Spaß auch keinen Abbruch getan und mich persönlich hat es auch nicht wirklich betroffen, muss ich sagen. Ach ja, was ich noch gar nicht gesagt habe, es war ja letztes Jahr so, dass es wegen Corona dann einen Zaun um das Gelände gab und man konnte dann dort nur mit Ticket rein. Früher war es nämlich so, dass man auch ohne Ticket auf das Gelände konnte, aber halt in die Händlerräume oder zu den Workshops und den Shows konnte man nur mit Ticket.
Aber dieses Jahr haben sie dann das mit dem Zaun auch beibehalten, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, denn natürlich wollen sie, dass die Leute Tickets kaufen, ist ja auch vollkommen verständlich. Ja, ein bisschen schade ist es schon, aber ich verstehe es. Und es ist ja auch nicht so, dass wirklich alles eingezäunt ist, denn ja, da ist auch so ein Klostergarten noch mit dabei und so ein Biergarten und da können sie ja eigentlich nicht absperren, also da durfte man dann auch so hin. Ach ja, ich habe dann auch noch Joey getroffen, das ist ein Zuschauer von mir, den habe ich auch schon öfters auf der Animoc gesehen. Mit dem bin ich dann ein bisschen spazieren gegangen und haben auch über Sailor Moon gequatscht. Und dann habe ich auch zufällig Lauri getroffen, die war auch mal beim Sailor Moon German Team. Die habe ich auch dann letztes Jahr bei einem Auftritt gesehen mit The Weeps und Scarlet Prince. War auch ganz cool. Ich glaube, sie war ein bisschen überrascht, dass jemand mit ihr ein Foto machen wollte. Und dann habe ich die liebe Melly Maus getroffen, die ist auch Moderatorin bei Kibo. Und es hat mich wieder mega gefreut, sie zu treffen, denn ja, wir haben uns auch schon letztes Jahr auf der Animoc gesehen und haben dort sehr viel Zeit zusammen verbracht. Und auch dieses Jahr war das wieder so und es war wieder sehr toll. Melly ist extrem lieb und wir haben wieder sehr viel geredet. Und wen ich dann auch gesehen habe, was mich total überrascht hat, war Cathy Cat vom YouTube-Channel Ask Japanese. Ja, die ist nämlich eigentlich in Japan und macht dort Videos über die Kultur, führt Interviews und sowas. Und ich schaue ihre Videos sehr gerne und naja, ich wusste, dass sie eigentlich aus Deutschland ist. Aber es hat mich trotzdem sehr überrascht, dass sie dann doch mal wieder in der Heimat ist. Und sie war extrem nett, wir haben zusammen ein Foto gemacht. Sie hat mir sogar was geschenkt, nämlich diese Kirschblütensticker, dieses Washi-Tape. War auch sehr nett von ihr. Ich habe auch hier ihre Visitenkarte, schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Es steht leider nicht besonders scharf, verdammt. Ja, auf jeden Fall Cathy Cat oder Ask Japanese, dann würdet ihr sie finden. Ich weiß auch noch, zwischendrin ging dann mal das Licht an und alle schon so, yeah, woo! Aber kurz darauf ging es dann leider doch wieder aus und alle so, oh. Naja, jedenfalls fiel dann auch leider noch ein Programmpunkt aus, den ich gerne sehen wollte, nämlich Serenata mit ihrem Assassin's Creed Musical. Ich meine, ich kenne mich zwar mit Assassin's Creed so gar nicht aus, aber da ich die Showgruppe sehr gut finde, hätte ich es mir trotzdem angeschaut. Aber auch da war jetzt nicht der Grund der Stromausfall, sondern die haben leider alle Corona bekommen. Ja, also gute Besserung an der Stelle an Serenata und auch an Yves Liana. Ja, ich hätte eure Auftritte gern gesehen, aber es hat leider nicht geklappt, da kann man echt nichts machen. Aber dafür habe ich dann einen anderen Programmpunkt angeguckt, den ich auch sowieso überlegt hatte, aber das wäre dann zeitlich knapp geworden. Aber, naja, durch die Umstände ging es dann doch, nämlich Miu Gaku. Das sind zwei Mädels, die Coversongs machen. Und ja, die habe ich dann mit Melly angeschaut. Die haben einen sehr coolen Auftritt hingelegt. Die können unglaublich gut singen. Sie haben Songs performt von Disney, von Anime, auch von Idols. Sehr verschiedene Sachen. Entweder habt ihr davon schon einen Ausschnitt gesehen oder ihr werdet davon noch Ausschnitte sehen. War auf jeden Fall extrem cool. Von denen habe ich auch eine hübsche kleine Visitenkarte. Miu Gaku. Yay! Also, das war auf jeden Fall ein sehr guter Ersatz für die ausgefallenen Programmpunkte. Ach ja, und pünktlich zu deren Auftritt ging dann auch der Strom endlich wieder und diesmal wirklich. Yay! Also, die hatten dann doch noch Glück und konnten mit Strom auftreten. Das war so ungefähr 14 Uhr oder sowas. Also, ja, davor war, soweit ich weiß, wirklich komplett alles weg. Ich hätte auch noch überlegt, ob ich in den Synchron-Workshop gehe, aber das hat dann zeitlich leider nicht mehr hingehauen, weil sich auch ja, die Programmpunkte durch den Stromausfall alle so ein bisschen verschoben hatten, so um eine halbe Stunde. Ja, und dann sind wir einfach spontan in ein One-Piece-Theaterstück gegangen. Denn warum auch nicht? Nur leider haben wir davon dann nur noch die letzte Viertelstunde oder sowas gesehen und die Story nicht verstanden. Ja, das hatte halt auch den Grund, dass ich alles verschoben hatte. Ich glaube, die sind wegen dem Ausfall von Serenata früher aufgetreten. Ja, deshalb haben wir da uns mit der Zeit verschätzt, weil wir das nicht wussten. Aber ja, One Piece interessiert mich persönlich jetzt nicht so sehr, von daher konnte ich das auch ganz gut verschmerzen. Sie haben das schon cool gemacht, also es liegt wirklich nur am Franchise, von dem ich jetzt nicht so sehr der Fan bin. Danach sind wir noch was essen gegangen und dann haben wir auch schon die liebe Meso getroffen, also die ihren Workshop dann hält. Mit der haben wir auch ein bisschen gequatscht und ja, dann war es auch schon Zeit für den Workshop. Die liebe Melly hat uns sogar noch bei den Vorbereitungen geholfen, obwohl sie gar keine Helferin war, aber voll lieb von ihr. Ja, ich habe keine Ahnung vom Häkeln,
Deshalb war ich halt vor allem zuständig fürs Auf- und Abbauen oder auch zwischendrin mal ein paar Sachen hin und her tragen. Ja, also Meso meinte, sie ist schon ganz froh, wenn sie halt nicht überall gleichzeitig sein muss. Aber es war auf jeden Fall ganz interessant, den Leuten zuzuschauen. Also die Zeit reichte nicht wirklich für die meisten, um was zu machen. Aber ein paar haben doch was zustande gebracht, so einen kleinen Oktopus oder sowas haben die gehäkelt. Voll krass. Also das war dann kein Workshop für Anfänger, sondern schon für Fortgeschrittene. Und ja, damit endete dann auch die Animook für mich. Und es war ein sehr geiler Tag, obwohl mein Programmplan einfach komplett durcheinander gewirbelt wurde. Aber ich hatte trotzdem extrem viel Spaß. Wenigstens Myugaku konnte ich anschauen. Wenigstens hat da dann auch der Strom wieder funktioniert. Auch beim Bring and Buy hatte ich ja echt Glück. Und auch ansonsten war es natürlich extrem cool. Ich habe so viele tolle Leute wieder getroffen. Ich habe geiles Zeug gekauft. Ich habe coole Cosplayer gesehen und fotografiert. Also ja, auf Conventions ist immer eine geile Zeit, auch wenn man jetzt vielleicht nicht immer alles sehen kann, was man will. Aber das macht auch nicht, das hat auch der Stimmung gar keinen Abbruch getan. Ich war trotzdem den ganzen Tag total fröhlich. Und ja, es ist immer wieder schön. Die Animook ist immer wieder eine tolle Convention, hat für mich auch die perfekte Größe quasi. Es ist nicht zu groß, dass man vollkommen überwältigt ist, aber es gibt trotzdem eigentlich genug Programm, dass man den ganzen Tag beschäftigt ist. Und ja, wie gesagt, nochmal echt Respekt an die Animook und an die Show-Acts, die trotz der technischen Probleme durchgezogen haben und sehr spontan waren. Ach ja, das hier war das Programmheft von der Animook dieses Jahr. Ich glaube, das Thema war Kaffee, denn sie hatten dieses Jahr auch erstmals ein Maid-Café. Allerdings habe ich das jetzt nicht gesehen. Naja, da man da, glaube ich, auch ziemlich anstehen musste. Ich weiß auch nicht, ob dann da alles reibungslos funktioniert hat durch den Stromausfall. Das weiß ich nicht. Aber naja. Ach ja, was ich auch noch gratis bekommen habe, ist das hier von Toxic Sushi. Ich bin nicht ganz sicher, ob das eine Zeitschrift ist oder ein Programmheft. Auf jeden Fall irgendwie sowas. Da sind halt News drin oder Reviews, auch von Nana. Den Anime habe ich letztens sogar angefangen. Nana. Auf Netflix gibt's den. Aber ich schweife ab. Ja, das war jetzt mein Bericht zur Animook. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir auch gern in die Kommentare, was euch dazu so einfällt. Ob ihr auch da wart, wie ihr auf anderen Cons unterwegs seid, was auch immer. Ciao, bis zum nächsten Mal. Eure Sailor Cat. Jeder